Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico die Baureihe 140 oder besser gesagt die E40 von Pico aus. Ja. Das Modell hat die Artikelnummer 51756. So. 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 Endlich mal wieder ein Modell mit Sound. Die letzten hatten ja eher mau mit den Soundfunktionen. So. Ja, das ist sie. Epoche 4. Baureihe 140. Der Deutschen Bahn. MFX-Code hat's. Ja, irgendwie so einen besonderen Sound oder was das auch immer für ein Zeichen hier ist. Ja. Okay, also. Dann halte ich die Lok mal lieber so. Ja, genau. So. So, wir haben hier die Lok in der ursprünglich grünen Farbe. So, das war der typische Vertreter früher der elektrischen Einheitslokomotiven. Wurde zunächst früher immer vor Güterzügen eingesetzt, später dann auch vor hier Eilzügen, Nahverkehrszügen und sogar Fernverkehrszügen mit einer Vmax von 140. Nee, warte, 100. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Nee, ich glaube, das waren 110 Vmax, oder? Ja, hier. 110 km/h Vmax hatte die früher. Ein wunderschönes Modell. So, die Nummer haben wir. 140817-8. Ja. Ja. Und die E40 hier wurde ab 1957 gebaut. Mit einer Vmax von 110 und mit einem Gummiringfederantrieb. Das Dach sieht auch ganz vielversprechend aus eigentlich. Ja, bin ich mal gespannt auf die Funktionen, die wir dann im nächsten Video, also im Fahrvideo, dann zeigen werden. Ja, mal schauen, wann wir das produzieren oder wann wir das schaffen. Hier sind dann noch die Zurüstteile, Bremsschläuche und so weiter. Ja,
Das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Eine schöne Weihnachtszeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.